Erzähl mal, wo wir das nächste Spiel nach Bellum kommt. Nach Bellum kommt Frankenthal Public Viewing. Oh, ja. Public Viewing. Ja. Ole, 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 ole. Halbfinale! Nee, es ist Viertelfinale. Viertelfinale! Vielleicht, vielleicht, morgen sind wir Preise. Wer spielt da gestern dann? Hat dann Ghana gegen. Chile. Gegen Chile, ja. Chile? Bei Küste gegen Kamerun. Ja, 7-0. Ja. Oder gegen die Urukai? Urukai. Schweden gegen die Pfarrerinseln. Die Männer sind Rohan gegen die Urukai. Weil haben sie. Steht auf dem Kopf. Freitag oben dem Spiel. Ah, steht auf dem Kopf. Haben sie gesagt, dass die Engländer hoffen, dass es die deutsche Album. Mannschaft nicht zu früh vor Produktion. Habe ich gedacht, dann sollen sie das nicht als Flieger buchen. Richtig. Ich stehe jetzt so wahnsinnig in A-Moderation machen, aber das ist das Hintergrundgebabbel. Und vor allen Dingen die Uhr, die da runter tickt. Das sind nur das, 2 Minuten, gell? Ja, das, ohne Druck kann ich nicht schaffen, das kann ich vergessen. Den blauen Draht, den blauen. Schwarzen schon. Das ist jetzt die 6. Ach, die 6. Und die 7. Ach. Warum 7? Ja, weil wir so viel Zeit haben, deshalb. Ja. Wir haben nur noch 1 Minute Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Alter, wann spielen wir in Bellum? Jetzt am 25. Ey, was haben wir da? 26. Am 25. Du kannst es doch gar nicht. 25. Ich habe euch 3 Mal gesagt, dass ich schon nicht kann. Am 6.7. in Frankenthal, am Hotel was? Zentral. Ja. Das stimmt nicht. Was hast du denn die letzten 2 Wochen gemacht? Und dann ist es nächstes Spiel. Wie zwei Tage auswendig gelernt. Das sieht alles noch nicht. Und dann spielen wir am 21. Nee, 20. Was, 21. August, am 7. ist das B9 Open Air, 7. August. Das können wir denn mal nicht. Aber dann ist halt am 7. August B9 Open Air in B9, in Worms. In B9, ja. Am 14. für die Sterntaler. 14. genau, 14. sind wir bei der Sterntaler. Und am 14. August. Und am 20. August sind wir am Plätzchenfest. Am Plätzchenfest in Herxheim, genau, habe ich doch gesagt. Im Herzen der Südpfalz. Um 21 Uhr. 21 Uhr. Nicht verpassen auf allen dritten Programmen der Südpfalz. Am besten seit am 20.30 Uhr. Es wird gut. Weil? Und vor allen Dingen fett laut, so dass es eben die Hosebeffer reißt, sage ich immer. Ne? Aber kommt im Rock. Zu laut. Ja. Ohne F. Niemals zu laut. Also ja. Rock niemals, nur richtig, richtig fett. Weil mir ja bekanntlich. Die, ja, ja genau, richtig. Wir sind die Pfälzer Band mit dem fettesten Sound. Der Monchi hat es bewiesen. Er hat die Bühne zusammengebrochen. Ja. Also er hat nicht auf die Bühne gebrochen, sondern die Bühne ist unter ihm und seiner Kapazität, kann man sagen, quasi zusammengebrochen. Also er ist ein pfälzisches Schwergewicht in der Szene. Kann man sagen, er ist richtig, er trainiert noch, dass er sein Kampfgewicht da hat für den Tag. Er wird schäg gemästet mit Knäckebrot und Druckgeschnitzel. Ja. Weil Qualität hat sein Gewicht. Ganz genau. Und auch seinen Preis, ne? Liebe Veranstalter. Das war nicht billig. Das war nicht billig, die Bühne zu bezahlen, ja. Aber seinen Preis wert. Ja. Oh, seinen Preis wert. Oh, wieder kaum. An der Stelle. Applaus. Was die alles wollen. Ja, was die alles wollen. Aber ja, das Einhorn vom Jan war auch drin. Ja. Zu Recht. Finde ich. Zu Recht. Ich fühle den Trommel. Das gewiss hättest du es ja machen können, Pferd. Komm, wir machen jetzt. Ja. Harry macht der Hengst jetzt. Ja. Harry, so, der Hengst. Aller Hopp. Den neuen Proberaum wollte ich nicht vorstellen. Das kommt nee, das mal schon. Ich wollte eigentlich noch unsere Nachbarschaft dort zeigen, aber das wird nicht reichen. Die Nachbarschaft? Die Nachbarschaft, weil wir wohnen hier praktisch im prominenten Viertel, kannst du sagen. Ja. Ja, und da wollte ich eigentlich mal einen Rundgang mit dir machen und deiner Kamera. Vielleicht aber da reicht die Zeit nicht dafür. Das nächste Mal. Da rennen wir das nächste Mal den Gang entlang, das glaubst du aber. Paltrowski? Nein, das darfst du jetzt nicht alles sagen. Schon. Ah, du alte Petze. Zeig nochmal die Petze. Petze einblenden, Petze. Aua! Petze. Aua. Und was immer lieber als Petze? Dritter.